zehnmal Jaffa Mutter der Abin widerlegt mit Verstand, mit Verstand auch sogar und Beweise aus dem Koran. Diese Theorie war gänglich bis vor kurzem. Also bis also nicht lange her, wo sie das widerlegt haben. Und das ist das Schöne bei den Schiiten, so dass das so locker ist, diese Tür der Strebung nach Wissen ist immer auf. Das heißt, du kannst heute irgendwas erklären und die Leute können dir glauben, kein Problem. Du hast auch deinen Lohn bekommen für die Erklärung, nach dem, was du geschafft hast, nach dem, was du gewollt hast zu schaffen auch. Das heißt, Mujtahid, wenn du eine Ijtihad machst, eine Strebung nach Wissen, Anstrengung, um ein Wissen zu erreichen, wird Allah subhanahu wa ta'ala für dich, wenn du zutriffst die Wahrheit, kriegst du zwei Sawab. Und wenn du nicht zutriffst, kriegst du nur ein Sawab. So. Bis jetzt war die Glaube so, über Adams anscheinende Sünde, war das so von den Muslimen, und von den Spezialmuslimen, sage ich, die Schiiten, war das so, dass Adam a.s., warum er auf die Erde gebracht wurde oder aus dem Paradies rausgelassen wurde, weil er angeblich eine Sünde, eine kleine Sünde begangen hat oder einen Fehler gemacht hat, sodass Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr mit ihm zufrieden war in diesem Moment. Und dann kriegt er Toba von Allah subhanahu wa ta'ala und dann durfte er nur auf der Erde leben, nicht mehr im Paradies. Das war so. Jetzt gibt es eine andere Studie, die sagt anders. Und zwar, dass Adam a.s. überhaupt gar keine Sünde gemacht hat. Diese Fehler, was da angezeigt wird in dem Koran, ne, das ist eine gute Fehler. Eine sehr gute Fehler sogar. Ein guter Fehler sozusagen. Ne? Was ist das für ein guter Fehler gewesen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hat Adam verboten, von einem Baum zu essen. Er sagt, von allen Bäumen des Paradieses darfst du essen, bis auf diesen Baum sollst du nicht näher rankommen. Oder ihr, beide, Adam und Eva. So werdet ihr verlieren, wenn ihr das macht. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala warnt Adam a.s., so dass er nicht sich von den Shaitan verführen lassen darf. Im Koran auch. Jetzt Adam a.s. hat ein Paradies gekriegt. Er war im Paradies. Also, was wollte er denn noch haben? Weswegen wurde er verführt von Shaitan? So, wenn man die Verse auch beobachtet, man stellt fest, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu Anfang der Schöpfung von Adam a.s. und als er ihm hier seinen Ruh gegeben hat, war die Rede immer von Iblis und nicht von Shaitan. Ne? Als Allah subhanahu wa ta'ala Adam a.s. die ganzen Namen beigebracht hat und sagte, er soll die von den Engeln zitieren, als er das tat, beugten sie sich vor ihm nieder, bis auf Iblis. Ne? Also hat nicht gesagt Shaitan. Das heißt, Adam a.s. hat Iblis oder Shaitan als Iblis kennengelernt. Von Anfang an als Iblis kennengelernt. Aber als Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu Adam a.s. Uskun anta wa zawjuka al-Jannah, wohn du mit deinem Ehegatten in Jannah, im Paradies, hat er ihn vor Shaitan gewarnt und nicht vor Iblis. Die Rede war, bevor er in Paradies gelandet ist, war die Rede von Shaitan, von Iblis immer. Die Rede kam erst später von Shaitan. Die Warnung für Adam a.s. war vor Shaitan und nicht vor Iblis. So, und er sagte, wenn du von diesem Baum isst, du wirst verlieren. Lass dich nicht verführen von Shaitan. Das heißt, Adam a.s. kannte Shaitan noch nicht. Ne? Mit dem Namen Shaitan. Er kannte nur Iblis. So, als Shaitan zu Adam gekommen ist, er ist nicht gekommen in eine Figur, als Person, als Engel oder als Djinn, wie Adam a.s. ihn gekannt hat, sondern er kam in einen Körper. Die Überlieferungen sagen, das war eine Schlange, die Adam a.s. und Eva a.s. Was er gemacht hat.
Jetzt, wir müssen genau lesen, was da im Koran steht. Im Koran steht, dass da, dass dort ein Dialog stattgefunden hat zwischen Adam und Shaitan. Da Dialog. Er fragte ihn, sag mal, warum hat er dich daran verboten, von dem Baum zu essen? Und so, da war ein Dialog. Im Koran steht ein Wort, Fataqasama, die haben geschworen, beide. Shaitan hat geschworen und Adam hat geschworen. Adam hat gesagt, wenn ich von dem Baum esse, werde ich verloren gehen. Shaitan sagt, nein, er meint nicht von dem Baum. Ne? Er sprach von dem Baum. Das ist der gleiche Baum, aber nicht dasselbe. Richtig? Verstanden? Also das heißt, er durfte nicht, er sagte zu ihm, er hat dich an, von diesem Baum verboten zu essen. Du isst von diesem Baum, was ich dir sage, und wenn du von dem Baum isst, kriegst du eine höhere Stelle als Paradies. Du wirst näher zu Allah kommen. Allah subhanahu wa ta'ala, als er Adam verboten hat, diese Verbietung war nicht eine Verbietung, die ihn eine Grenze macht und diese Grenze heißt Haram. Nein, er sagt, das wirst du nicht schaffen, zum Beispiel. Wenn du zum Beispiel zu deinem Sohn sagst, flieg nicht nach Amerika. Sag, warum soll ich nicht nach Amerika? Wenn ich dort fliege, ich kann zum Beispiel Schönheitsoperationen machen. Und dort schaffe ich das. Du möchtest nicht, dass er dahin fliegt. Warum? Sagst du, der Weg ist lang. Und du wirst dich erschöpfen. Unterwegs. Daher, ich will nicht, dass du dahin fliegst. Aber angenommen, er macht das trotzdem, obwohl dass du das nicht wolltest. Aber warum hast du ihn verboten? Damit er nicht erschöpft wird. Hast du nicht ihn verboten, weil es dir besser geht? Sondern hast du ihn daran verboten, damit ihm nicht schlechter geht. Er fliegt trotzdem dahin, erlebt er diese Probleme, die du vor ihn vorher gewarnt hast. Verstehst du? Er fühlt sich schlecht. Was sagt er? Warum habe ich nicht auf meinen Vater gehört? Adam, salamullah alayh, sagt, O Allah, vergib uns, wir waren selbst schuld. Dieser Verbot war, nach Amerika zu fliegen, nicht hier ein Verbot als Haram, sondern ein Verbot als eine Empfehlung für deinen Sohn. Aber wenn er hinfliegt und zurückkommt mit einem schöneres Gesicht als vorher, ne? Was erlaubt ihm die Religion alles? Erlaubt ihm, dass er keine zum Beispiel Gesichtwaschung mehr macht. Er darf Tayammum machen mit Sand, damit er dann sein Gesicht nie wieder kaputt macht oder so, weil er gerade von Operation gekommen ist. Jetzt vergleichen wir das mit Adam a.s. Adam a.s., als er von dem Baum aß mit seiner Frau, hat er gegessen, damit er näher zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Nicht damit er sich von Allah subhanahu wa ta'ala entfernt und nicht damit er das tut, was Allah ihm verboten hat, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn empfohlen, nicht von dem Baum zu essen, verboten, in Art einer Empfehlung, nicht von dem Baum zu essen, weil du das nicht schaffen wirst. Und weil das dir sehr anstrengend wird. Und weil dieser Platz gehört dir nicht, wo du hingehst. Der will nicht von Allah weggehen, sondern er will näher zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Der Beweis dafür, dass das doch keine Sünde war, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn belohnt hat, indem er ihn erhöht hat. Allah subhanahu wa ta'ala, ijtaba Adam danach. Wataba alayh. Und er hat ihn Toba gemacht. Toba gemacht, das heißt, er hat ihn verziehen. Ne? Er hat ihn verziehen. Was hat er ihm verziehen? Hat er ihm verziehen, das, was er machen wollte, obwohl das er verboten wurde, das zu machen, um sich, wegen ihn. Also nicht wegen Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du wirst nicht schaffen. Versuch das nicht. Genauso, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass Pilgern, Hajj machen, ist eine Pflicht für alle Muslime. Ne? Eine Pflicht für alle Muslime. Und wer das nicht tut, Allah verzichtet auf diejenigen, die Kufr begehen. Bis auf diejenigen ist das eine Pflicht, die krank sind oder die das nicht können, materiell.